Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rovinio Basita für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. So zumindest der Anspruch hier. Ich sitze hier in meinem Sessel und wenn Sie mich sehen, dann bin ich im Online. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins Online. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, dieses Vlogs, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft hier nachzuvollziehen, hier zu dokumentieren, wie sich die hier bei mir vollzieht. Das heißt also, digitale Transformation, was ich also in Sachen Hardware hier anschaffe, was ich in Sachen Video und Software hier anschaffe, darüber berichte ich und auch das, was ich so mache über meine Videos, meine Videoarbeit und so weiter. Also die Transformation in die digitale Gesellschaft, da gibt ja heute keinen Weg mehr dran vorbei. Und ja, seit 18 Monaten bin ich jetzt also auch in Sachen YouTube unterwegs. Vorher war ich ein passiver Nutzer und jetzt bin ich ein Creationer. Ja, also ich kreiere Videos und lerne auf diese Weise sogar noch im Alter, ja, Produktionskompetenz in Sachen Medien. Sag mal, bisher habe ich ja Medien hauptsächlich passiv genutzt, dann von Fernsehen und Filme. Also ist man so ein passiver Empfänger von diversen Botschaften, ohne dass man sich immer so ganz klar ist, ohne dass ich mir immer so ganz klar war, was die mir da in den Kopf und Gehirn schießen. Weil das ist ja auch oft gewalttätig. Erst heute fällt mir das so langsam auf, wie mir da emotionale Inhalte ins Hirn, ja, hineingemogelt werden oder hineingesetzt werden. Oder wie mir bestimmte Vorstellungen, Verhaltensorientierungen auffallen, wie mir gewisse Vorstellungen hier ja so eingeflößt werden. Oder gewisse Emotionen und dass ich gegen gewisse Personen voreingenommen werde. Besonders fällt das natürlich auf, dass die Medien, die staatlichen, vor allem so ein paar Lieblingsfeinde haben. Und auch wenn man das dann nicht so ausdrücklich sagt, so ist dann doch durch den Tenor irgendwie klar, worauf die hinaus wollen. Also Putin ist ein Unmensch und ja, den Russen kann man sowieso nicht trauen. Das ist so die alte Nazi-Weisheit, die jetzt hier uns auch immer in die staatlichen Medien immer noch so unterschwellig untergejubelt wird. Und auch die Medien machen da die Zeit, die Printmedien müsste es ja, machen da keinen Unterschied. Ja. Also ohne das geht es nicht. Ohne Hetze, ohne Abneigung. Die Aggression gegen den anderen, die findet statt. Ob man nur will oder nicht. Ja, okay Leute, jetzt kommen wir mal langsam zu den 5 Hauptpunkten heute wieder. Also erstens Online, zweitens Gesundheit, drittens Ernährung, Diät, viertens Lektüre und fünftens Medien, Zeitgeschehen und Streamingdienste. Wir haben jetzt 5:30 Uhr. Heute ist der 5.9.2019, ein Donnerstag. Ja, und ich habe schon gesagt, ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg Sonnenhof. Und ich resoniere jetzt also über den gestrigen Tag und über die heutige Befindlichkeit, um das festzuhalten, zu dokumentieren und auf diese Weise auch
ja, Veränderungen vielleicht so herauszufinden in Richtung Demenz oder Nicht-Demenz, in Richtung Homo-Digitales oder wie auch immer. Ja, das waren wieder Sprünge hier, ne? Das waren wieder Sprünge. Okay, also online habe ich gestern 7 Videos gemacht, damit bin ich gestern auf 25 Videos im Monat September gekommen. Heute kommen dann wieder 6-7 dazu. Gestern habe ich also 2 Bewegungsvideos gemacht, 2 ein Essensvideo, 2-mal Gaming-Videos und was noch? Noch irgendwas, ja. Jedenfalls 7 Stück. Steht alles auf dem Kanal. Heute habe ich schon 2 Gaming-Videos heute Morgen gemacht und ich habe sogar schon ein Content-Video gemacht, ein Begriffsvideo zur Medienkompetenz. Ja, ansonsten habe ich also gestern einen Prozessor gefunden und den auf meine Kaufliste, auf meine Kaufwunschliste gesetzt. Ein Prozessor, der wirklich 4 Kerne hat und dann vielleicht ein bisschen stärker mit 3,7 taktet und dann eine höhere Leistung bringt. Den will ich vielleicht anschaffen, der kostet 52 Euro, dazu noch ein Kühler und damit vielleicht meinen energiesparsamen Prozessor, der ja die letzten 5 Jahre gute Dienste geleistet hat, den vielleicht ersetzen, weil ja mittlerweile ja mehr neue Aufgaben mit dem Computer zu bewältigen sind, die verlangen, dass ich da mehr Power vielleicht habe, um die Sache auf diese Weise zu beschleunigen. Und für Spiele braucht man vielleicht generell sowieso etwas mehr Power. Aber das werden wir sehen, wenn die Grafikkarte hier ist. Ja, der Prozessor eilt nicht. Vielleicht ist er gar nicht notwendig, aber ich habe ihn schon mal rausgesucht, um für den Fall des Falles da größer zu sein und um ja in der Userbench meine Werte da bei Desktop zu verbessern, dass ich so über 40 komme. Momentan liege ich so bei über 30, 35, 37 oder 38% und ich weiß gar nicht, wann liegt man eigentlich bei 100%. Also, dass man einen Desktop hat, der ja 100% performant ist. Ja, das ist also mein Smoothie. Also die Performance, die spukt mir im Kopf herum. Gestern habe ich auch Benchmark-Tests gemacht, da bezüglich meiner neuen SSD. Und dabei kam raus, dass im Vergleich mit den Bildern, die andere Leute da abgedruckt haben, mein System zwar auf der obersten Ebene zwar bei 5 Megabyte die Sekunde arbeitet, aber dann stark abfällt. Woran das liegt, jetzt liegt, weiß ich nicht so genau. Am Prozessor oder am Speicher, keine Ahnung. Könnte vielleicht sein, dass der Prozessor auch damit zu tun hat. Jedenfalls haben die anderen das nicht. Ja. Okay, 2. Punkt, Gesundheit. Gestern habe ich ja
Bewegung wieder gemacht, 30 Minuten Lauftraining und 30 Minuten Ergometer. Und heute merke ich noch keinen Unterschied, keine Verschlechterung, aber die Verschlechterung deutet sich an. Also es ist eine leichte Veränderung, aber es ist noch nicht so, dass mich das behindert. Also leichte Schmerzen oder leichtes Andeuten von Schmerzen, aber sie sind noch nicht da. Ich möchte jetzt auch nicht heute wieder Training machen, sondern vielleicht jetzt morgen, um das dann hier auch die Beine nicht zu sehr zu strapazieren und dann wieder einen starken Muskelkater hervorzurufen, dass die Beine dann wieder stark schmerzen. Oder heute vielleicht nur ein leichtes Training, vielleicht nur 10 Minuten. Mal sehen. Jedenfalls müssen die Beine gekräftigt werden. Und das erreiche ich jetzt nicht dadurch, dass ich jetzt im Sessel sitze hier. Okay. Punkt Nummer 3, Diät, Ernährungsumstellung. Ich mache hier seit Februar Diabetes-Diät nach Dr. Berner. Also vegan, fettfrei, vollwertig. Vegan und vollwertig war ich vorher schon, aber nicht fettfrei. Und das wird jetzt stark fokussiert, obwohl ich jetzt die letzte Zeit dann wieder doch ein bisschen gelockert habe und dann in mein Müsli doch wieder Leinsamen einfüge, weil Leinsamen Fett enthält. Und zwar gerade diese Omega-Fettsäuren, die Vorstufe davon. Und die ist auch wichtig für das Gehirn und so weiter. Die habe ich also dann wieder hinzugefügt. Ja. Thema Lektüre. Ja, Lektüre ist Lektüre stockt, sage ich mal. Und zwar die Lektüre, die ich angeschafft habe, da den Duncan Wood für Sony Vegas Pro, die stockt. Da komme ich nicht weiter. Momentan oder ich weiß auch nicht genau, was die Ursache ist. Also, der hat ja da so Arbeitsdateien und die bespricht die Arbeitsdateien im Rahmen des Buches. Und da ich die Arbeitsdateien nicht habe und da keinen Zugang zu habe, ja, ist mir die Lust an dem Buch auch so ein bisschen vergangen. Stattdessen habe ich jetzt wieder ein altes Studienmaterial hervorgekramt, den Kurs da über Medienkompetenz und Mediennutzung. Und ja, weil das ja einen aktuellen Bezug hier hat, auch zu meiner Situation. Und dass ich mir jetzt gerade hier eine Produktionskompetenz aneigne. Und deshalb habe ich mir das nochmal klar gemacht, um was es da geht. Also hervorgehoben wird, werden die Bedürfnisse, die haben also am Anfang beginnt der Kurs mit der Einführung natürlich, aber nach der Einführung kommt dann doch die zwei Ansätze, der bedürfnisorientierte Ansatz und der entwicklungsorientierte Ansatz zur Mediennutzung. Also warum werden Medien genutzt? Ja, da ist natürlich die Bedürfnisstruktur der Zuschauer die zentrale Frage. Also warum schaue ich Medien? Und auch das hängt also von meiner Bedürfnisse ab, von meiner Bedürfnisstruktur, von meinen Bedürfnissen. Und zwar habe ich ein Bedürfnis nach Realitätserklärung, ich habe ein Bedürfnis nach Identitätsfindung, ich habe ein Bedürfnis nach Spielen und ich habe ein Bedürfnis nach Dissonanzreduzierung oder Reduktion. Das sind die vier Bedürfnisse, die man mir zugesteht und die man da herausgefunden hat im Bereich Mediennutzung.
Und dann gibt es noch die Sinneswahrnehmung und Action, dass ich also ein Bedürfnis habe nach Sinneswahrnehmung und nach Action, dass ich ein Bedürfnis habe nach Orientierung und dass ich ein Bedürfnis habe nach meine Neugier zu befriedigen. Das ist also dasselbe wie das erste, aber so ein bisschen anders formuliert. Ja, dann spielen natürlich die Lebensumstände eine Rolle, denen ich ausgesetzt bin, denen wir alle ausgesetzt sind, die zum Beispiel jetzt in Sachen Bedrohung jetzt zum Beispiel sind unsere Lebensgrundlagen bedroht durch Umwelt und durch Ressourcenverbrauch, Vernutzung von Ressourcen. Und das ist also der ökologische Gesichtspunkt. Dann sind wir natürlich stark verunsichert in Sachen Beruf, Ausbildung und so weiter. Die einen haben einen Job, die anderen haben keine. Die einen bereiten sich auf was vor, das geht dann nicht auf oder geht auf oder nur für kurze Zeit und so. Und das Ergebnis ist auch eine allgemeine Statusunsicherheit, dass keiner sicher ist, dass er den Status, den er heute hat, morgen noch haben wird oder dass er den gar vererben kann auf seine Kinder. Also eine allgemeine Statusunsicherheit. Dann haben wir zusätzlich noch einen Wertepluralismus, dass also die Wertorientierung von verschiedener Seite propagiert wird und dass man doch damit klarkommen muss. Die unter einen Hut zu bringen, die für sich irgendwie, erstmal, dass man seine eigenen Werte findet und dass man die anderen dann zumindest toleriert. Dann haben wir heute die multikulturelle Dimension, die ist heute zu beachten, dass wir also das Multikulturelle auch irgendwie tolerieren und akzeptieren müssen, auch so Sachen, die uns fremd erscheinen und in der Kleidung, im Essen oder Personen, dass man also mit unterschiedlichen Verhaltensweisen, Lebensstilen konfrontiert ist. Und ja, das ist einerseits eine Bereicherung, das ist aber andererseits auch eine Verunsicherung. Ja, und all das verlangt natürlich nach Erklärung, nach Orientierung, nach Wissen, nach Erläuterung. Und deswegen ist die Mediennutzung heute so intensiv. Also man sagt ja 3,5 Stunden Fernsehen pro Tag sowieso, dann kommt noch vielleicht eine halbe Stunde und eine Stunde Radio dazu, dann kommt noch Internet dazu, Zeitung dazu, dann kommen noch Spiele eventuell, also oder Bücher. Also das, wenn man das dann addiert, dann kommt man dann schon über auf 8-9 Stunden am Tag oder noch mehr. Hängt natürlich auch von den Personen ab, je nachdem, wie viel Zeit man hat, wie viel Zeit man darauf verwendet. Schüler lesen natürlich mehr Bücher, Studenten noch mehr. Und ja, die anderen Bevölkerungsteile dann anteilsmäßig. Und so ist das auch beim Fernsehen. Manche schauen schon den ganzen Tag Fernsehen, fangen schon morgens damit an, haben dauernd die Kiste laufen. Andere haben ein Radio als Dauerberieselung laufen. Wieder andere sind dauernd im Internet und so. Und so hat jeder da so seinen eigenen Medienmix. Und der Medienmix, den man da so hat, der variiert da so ein bisschen abhängig davon, von Berufstätigkeit, abhängig von Kursen, Abhängigkeit von Beruf und von Beanspruchung, von Familie
und so weiter. Man kann also nicht sagen, dass man jeden Tag denselben Mix hat, sondern das variiert dann schon. Und ältere Leute, Rentner zum Beispiel, die sitzen jetzt vielleicht schon zu anderen Zeiten vor dem Fernseher als jetzt beispielsweise Berufstätige. Ja, und die einen haben Internet und die anderen haben keines und so weiter. Die einen können damit umgehen. Und die anderen eher nicht. Ja. Okay, soweit also dazu. Jetzt haben wir gleich 10 vor 80, 10 vor 7. Kommen wir zum Punkt 5, Medien. Ja, gestern habe ich also Nachrichten gesehen. Es ging ja wieder um Brexit, um Johnson. Der hat sich wohl verzockt, wie man da so berichtet. Also, und ja, Fernsehen, habe ich gestern im Fernsehen gesehen. Ich habe angefangen, irgendwas auf Dreisat zu schauen, so Tagebuchaufzeichnungen über die Nazizeit der Eltern und habe dann aber eine halbe Stunde ausgemacht. Bin gestern schon früh ins Bett gegangen. Um 9 Uhr, glaube ich, war ich schon im Bett. Also, na ja, oder habe ich sogar schon geschlafen. Ja, gestern habe ich auch gar keinen Streamingdienst gesehen. Kein Underwood. Man braucht ja nicht jeden Tag Underwood. Der hängt einem dann auch langsam zum Hals heraus, wenn man jeden Tag dieselbe Geschichte da von dem hört. Ja, okay Leute, das war's so langsam. Ich habe wieder mein Pensum hier abgearbeitet. Und dann sage ich mal, tschüss, macht's gut, wünsche einen schönen Tag.